vor, Wala. Wow! Guten Morgen, Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute hat meine Schwester Egg endlich ein Date mit einem neuen Typen. Und unser Ziel ist heute, sie auf ein zweites Date zu bringen, weil bis jetzt hat kein Typ sie nach einem zweiten Date gefolgt. Und Leute, sie hatte schon extrem viele Dates. Auf jeden Fall ist meine Schwester eine Talahina, kurz gesagt ein weiblicher Talahun. Und deshalb versuchen wir heute, sie hübsch zu machen und ein bisschen, wie sagt man, attraktiver. Ich habe sie ja schon ein paar Mal umgestylt, aber Leute, es bringt nichts. Kennt diese Videos, wo die Frau in TikTok unter der Treppe geht und sich umzieht und heimlich vor ihrem Vater sich versteckt? Genauso ist es Egg. Sie geht in den Keller oder sie zieht sich da um und geht dann wieder als Talahina auf ihre Date. Ja? Unsere Talahina! Guten Tag. Oh mein Gott, das fängt schon direkt an. So, wir fangen an bei den Talahina-Merkmalen. Und zwar zuerst Extensions und brüchiges Haar. Das gar nicht zu ihrer aktuellen Haarfarbe passt. Dann geht es weiter mit eklige Ohrringe. Und Leute, kommt mal näher. Sie ist ungepflegt wie eine Talahina. Puder im Ohr, Gott weiß wie. Dann geht es weiter mit dem Make-up. Make-up zu orange, red mal nicht jetzt. Make-up zu orange für ihren aktuellen Hautton. Talahina. Augenbrauen dicker als ein Eddingstift. Eyeliner verdeckt ihre kompletten Lider. Das sieht man im Ohr. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Talahina Mundgeruch! Was redest du? Ich bin Komi! Komm, Alter! Was redest du? Ihre Wimpern verklumpt und widerlich. Eigentlich hat sie immer Lashes drauf, dass ihre Augen einfach von den Lashes zerdrückt werden. Aber heute hat sie die nicht. Die Nase. Eigentlich hat sie immer so Contouring drauf, dass sie alles wie reingeschlagen. Dann der Piercing. Ich schwöre auf alles. Die hat diesen Piercing noch nie rausgenommen. Dann hier die Balken an der Seite. Ganz klar. Crusty Make-up auch. Und die Lippen. OMG. Schlimmste Talahina auf der Welt. So. Dann geht's weiter. Also verbrennendes T-Shirt am besten. Leute, es ist schon Abend. Okay, es ist noch 20 Grad. Die trägt Winterhose. Eine Winterhose. Wisst ihr warum? Weil Talahina soll damit ihr Popo größer mache. Die Socken geklärt von der kleinen Schwester. Weil Talahinas kein Geld haben. Ich weiß gerade leider nicht, wie die TikTokerin heißt, Leute. Vanessa. Ah, Vanessa, genau. Vanessa hat auch ein Video dazu gepostet, zu Talahun-Make-up. Und da hat sie auch Kaugummi im Mund. Leute, er hatte vor dem Video auch Kaugummi im Mund. Ja, guck. Guck nach geradeaus. Wimpern. Oh, der Highlighter fehlt. Was benutzt er nicht? Das hier wird heute ein harter Kampf und ich hoffe, dass ich es schaffe. Jetzt einer bist du gefragt. Denkst du, du bist ein Talahun? Nein. Kusch, wie sie Nein gesagt hat. Nein. OMG. Inga möchte mit dem Make-up starten, aber ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Du weißt. Oh Gott. Und am allerschönsten merke ich, finde ich meine Lippen. OMG. Finde ich meine Lippen und mein Eyeliner, Leute. Ganz ehrlich. Und was mein Contouring. Aber Leute, mein Make-up ist perfekt. Da wird nichts geändert. Weil bei mir ist eine Regel. Wenn man ein bisschen von meinem Make-up abmacht, wird mein ganzes Gesicht ist verschmiert. Du kannst nichts mehr retten. Nein. Egg wollte die Cap auch unbedingt bei ihrem Date mitnehmen. Aber Leute, auf keinen Fall. Warum die Cap? Dass der Pickel nicht sieht. Nein, dass man meine große Stirn nicht sieht. Und wenn es abends dunkel ist, dann sieht er nur meine Augen. Talahina, bist du bereit? Ja. Sag Talahun. Ich rieche Eifersucht in diesem Raum. Leute, mir ist alles perfekt. Mein Make-up 10 von 10. Mein Klamotten sind 10 von 10. Meine Körperhaltung 20 von 10. Leute, mein Benehmen beim Essen. Ich esse wie eine Lady, Leute. Zell hatte in ihrem ganzen Leben nicht so viele Dates, wie ich hatte. Und ganz ehrlich, warum soll ich auf ein zweites Date, wenn ich mit dem 10. Jungen auf ein nächstes Date gehen kann? Leute, das ist ein Lifestyle. Also alles, was ich gerade gesagt habe, ist kompletter Müll. Außerdem die Typen, mit denen du dich triffst, die so geil sind, Alter. Leute, 50% davon waren in Hobbs. Das stimmt nicht. An mir braucht man nichts ändern. Braucht man nicht. Veränderung Nummer 1, Make-up, weil Leute, das ist nasty. Also, die darf mich ein bisschen umschminken, aber die darf mich nicht abschminken. Nein, 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 nicht abschminken, nein! Alina! Hast du nichts gemacht? Boah, ey, du bist eben so eklig. Leute, nein!
Warum geht sie nicht ab? Oh mein Gott. Du musst hier voll rum, wenn das auf den Boden ab. Nein. Boah, Alter. Das sind von ihren Augenbrauen. Ah, mein Augapfel. Oh, deswegen hasse ich das mit Abschminken, ja. Dann hättest du dich davon gemacht selber, Digga. Ja, mein Make-up war gut. Boah, Digga, richtige Schichten, ja. Warum macht die Wer macht am meisten Wimperntusche-Challenge mit sich selber? Ey, ich schwöre, das ist nicht normal. Leute, ich krieg diese Wimperntusche niemals ab, gell? Kann man das die jeden Morgen mit Wimperntusche unter dem Auge auf? Meine Lippe! Ihre Augenbrauen hat sich auch abrasiert, Leute. Ja, und trotzdem sehen die aus wie ein Busch. Ich muss mir jetzt einfach mein komplettes Micellenwasser, was ich eigentlich für 2-3 Tage noch nutzen könnte, habe ich jetzt bei ihr verwendet. Schock einfach. Dieser ganze Haufen in ihr Gesicht. Und ich sehe gerade auch, was eine Talahina ausmacht. Der schlecht gefärbte Ansatz. Jetzt mal mit Talahina zu einer Chaya. Talahina ist ein witziges Wort. Okay, Eck, schließ deine Krittelchen. Oh Gott. Ich benutze mein Make-up, weil ihr es widerlich. Mein Make-up war davor besser. Eine Premium-Chaya, die macht so leichtes Make-up, ja? Nicht wie Egg. Mach den Kopf nochmal. Nicht so 1000 Schichten, Leute. Einer macht so viele Schichten, damit könnte man sich 8-mal schminken. Ich habe tatsächlich etwas Angst. Ein Eyeliner bekommt sie nicht. Du hast keine 30 Schichten Concealer unter Auge. Ich benutze gar keinen Concealer. Junge, ihre Wimpern sind einfach nochmal voll mit Wimperntusche, gell? Kein Spaß. Ein Egg, was ist eigentlich so dein Lieblingsessen bei Dates? Ein Döner. Pizza, Subway, oh, mit geile Soße, oh. Findest du das ladylike, Augen auf? Ja. Also, denkst du nicht, dass die Typen sich nicht wieder treffen wollen, weil du isst wie ein Mann? Hey, nee. Findest du selber persönlich, du isst wie ein Mann? Nein. Sicher? Absolut nicht. Dachte ich, esse wie eine Lady. Und das wissen alle Boys. Ihr wisst ja, eine Talahina schlägt sich hier gerne, weil Talahuns, sie suchen ja immer Stress. Die fragen immer, hast du Probleme? Was guckst du so? Und ja, das macht Egg auch manchmal. Sie sagt immer, boah, Alter, voll die Bieb, warum guckt die so, ja? Und dann gibt es manchmal eine Fetzerei. Und das Ding ist, was denken die, wie viel hatte Pookie schon Schlägereien? 4 Stück und 1 mit Messer. Könnte ich mir vorstellen. Was? Ja, Mann. Warum auch immer ist Egg bei jeder Schlägerei mitgegangen. Ich habe immer gesagt, ey, yo, no. Für einmal bei einer Schlägerei dabei, das wird danach nie wieder. Und dann irgendwann wurde mir auch ein Messer gezogen, Leute. Ich weiß leider nicht, wo das ja, war. Ja, das war. Und da hat das Mädchen. Psst, Alter, wer redet mit dir? Und da hat das Mädchen gesagt: Ach, du bist eigentlich voll sympathisch. Ich will dich doch nicht abstechen. Da hatte sie Glück im Unglück. Augen hoch. Ich fühle mich so unwohl. Wo sind meine Balken? Wo sind meine Lippen? Wo ist mein Contouring? Und jetzt, Leute, leider Gottes, muss ich meinen Pinsel benutzen, weil ich einfach keinen Pinsel hat dafür. Was ist meine Stirn? Was redest du? Ich mache meine Stirn, kleiner Selina. Oh mein Gott! Jetzt gehen wir an ihre eklige Nase. Egg hat an sich schon eine Taubennase. Jetzt machen wir die noch taubiger. So, ein bisschen Highlighter, Leute, hier auf die Nase. Oh mein Gott, was ist los mit dir? Du brauchst Gel, du brauchst Farbe, du brauchst Jetzt, Concealer. Leute, der Blush. Yeah! Shine Girl, Girl, Girl! Sieht aus wie ein Desaster. Boah, das sieht so süß aus. Warte, welcher Junge ich für dich anspreche. Das sieht so süß aus. Ich will nicht süß aussehen. Ich will gefährlich aussehen. Sieht da lang hier. Was ist gefährlich? Oh, wow. Hier noch ein bisschen. Wow, wow. Auf dem Weg. Wow. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, Leute, ist auf keinen Fall denselben Lip Liner wie Acne, sondern das letzte Mal hatte ich Herpes. Nicht nur ein, nicht nur zwei, sondern 3 fette Pickel. Also, Leute, ich weiß bis jetzt nicht, wie ich aussehe. Ich habe jetzt auch nicht in den Spiegel geguckt oder so. Ich weiß, dass es mir nicht steht. Ja, Leute, ich bin das, was ich bin. Das haben wir von Tim geschenkt bekommen zu Weihnachten, glaube ich, war das Benefit Browsings. Weil, Leute, irgendwie hat er keine Ecke, das helfe ich hier ein bisschen. Ich Junge, ich habe es doch extra, damit ich die hochzeichnen kann. Das zeichnet sie aber irgendwie nie hoch. Auch. So, jetzt machen wir den letzten Schlifflein. Den letzten Schliff? Was für einen letzten Schliff, da gehören noch andere Sachen. Leute, ihr Make-up ist so hübsch. Ich finde, sie ist so süß, als echt. Sie sieht aus wie so eine Pookie Maus, die man gerne einfach fressen würde. Kann ich zu einem Dutt machen? Was redest du? Die kommen auf. Nein, die kann man nicht aufmachen heute. So, und jetzt, Leute, kennst du sowas? Oh nein, das brauche ich nicht. Mein Make-up hält doch gut, ja? 3 Sekunden Setting Spray. Nein, nichts Setting. Nein, nicht auf meinen Augen. Ich hab Rouge, ich hab keinen fetten Eyeliner. Mein Wimpern fühlt sich an wie, als ob die nicht getuscht sind. Zuerst kommen die Ohrringe raus. Und dann kommen fette Goldohrringe rein. Die sind fake, Leute. Oha, das ist voll schön, das zieht mein Ohr runter.
Oh, ein bisschen mehr. Scheiße, sie 80. Danke. Das war das Umstyling. Das war das Umstyling, macht mich zur Oma oder was? Ich glaube, ich sehe aus wie eine 80-jährige Oma. Leute, ich fühle mich krank. Guck mal, Leute, das sind echten Haare. Ja, okay, kämpf dich darum, sonst kriegst du dich mal runter. Ich meine, das verlernt. Ich besser. Kann nicht so auf mein Date. Nein, Sina, nein! Love is in me. Hilf mir. Wow! Bleib sitzen. Ich spüre die Ekelhaft. Bleib sitzen. Oh, ich hatte das perfekte Outfit für dich. Die Leute, die... Oh, Exit. Guck mal. Wow! Ich bin so stolz auf mich, mir ist so schwindelig und so heiß. Wisst ihr, was mir nicht passt? Jedes Mal, wenn sie mich schminken, Leute, mein Gesicht sieht nicht mehr aus wie mein Gesicht. Die gibt mir ganz andere Gesichtszüge. Boah, das ist so süß. Oh mein Gott, ihr habt das Gesicht gerübst. Ich hab so Angst. Bitte nicht. Oh mein Gott, ich sehe aus wie 80. Ich bin so hässlich. Wo sind meine Wimpern? Oh mein Gott, ich bin so hässlich geworden. Was hast du mit mir gemacht? Also von 1 bis 10, minus 2. Leute, ich sehe aus wie ein Typ. Meine Wimpern existieren nicht. Man denkt, ich habe Mini-Augen. Ja, okay, habe ich, aber ich schminke die großen. So mag ich das tausendmal mehr, wenn man meine Augen sieht und die umrundet sind. Sag, was für eine Hosengröße trägst du? Es. Oh, ich trage L. Was glaubst du? Leute, das ist jetzt ihr Oberteil erstmal. Bei Hosen, ich muss kurz gucken. Ich fühle mich, als ob ich auf ein Bewerbungsgespräch. Was für ein Date, Alter. Hey, das sieht seriöser aus. Es gefällt ihr so arg. Boah, ich bin nicht so, ich bin so krass. Ich bin so krass. Es gefällt mir nicht, es gefällt mir nicht. Und da Egg einen relativ langen Hals hat, bekommt sie noch ein Schmücklein. Boah, voilà. Leute, mein Styling wurde beendet. Gleich gehen wir an Verhalten und so weiter. Schaff's jetzt. Leute, wisst ihr, wie ich mich fühle? Als ob ich bei Polizei undercover arbeite und ich arbeite im Empire State Building in New York. Jetzt gehe ich in mein Büro. Ich bin nicht ich. So Leute, also Haare made by me, Goldschmuck, weil ich glaube Gold passt zu ihrem Hautton etwas mehr. Dann Oberteil, das sieht sehr edel aus, sehr, wie sagt man, Clean Girl, Premium Chaya einfach. Dann eine Stoffhose, bei Premium Chaya tragen Stoffhosen, keine Winter-Jogginghosen, ja. Socken haben wir jetzt nicht geändert, weil das ist echt widerlich. Make-up auch clean, fresh, am Strahlen. Bisschen mehr Blush wäre gut, bisschen mehr Highlighter. Das Outfit gebe ich so eine 5 von 10. Willst du sehen, wie du davor aussahst? Gut. Merkst du, ja? Nein, ich sehe voll gut aus auf dem ersten. Auf dem ersten, richtig. Nein, auf dem ersten. Leute, ich fahre sie doch zu ihrem Date. Ich werde sie auf keinen Fall laufen lassen. Nicht, weil sie nicht laufen soll, sondern die soll laufen, mir egal. Sondern ich möchte nicht, dass sie sich wieder im Keller umzieht. So steht eine Tür nicht! Boah, das ist, was hast du, das im BWL studieren? Unser Uber-Fahrer kommt gleich. Das ist leider nicht. Das ist unser hübscher Uber-Fahrer. Ja, Eric, du wirst jetzt versuchen, ihn zu verführen. Was redest du? Der Typ sieht aus wie 40. Der ist 40. Okay, was sagst du? Hallo. Nein, sagst hi. Sag hallo. Oh, viel schöner, viel chilliger. Sag hi. Hi. Gerade? Ich bin gerade. Sag hi. Hi. Geh! Hör was? Hi. Zeig uns, wie man einen Chicken Burger isst. Oh mein Gott, nein, guck mal, du machst so. Riecht gut. Gefällt dir dein Essen auch? Siehst du die Unterschiede? Mund zu! Leute, das war mein Mix, das war Expis. Willst du mich füttern? Alter, wenn du dich raus, schlage ich dich. Nein. Zeig mal, wie man isst. Gentle, kleinere Bisse. Mach deinen Mund zu beim Essen. Oh Leute, ey, es macht keinen Sinn mit der. Wirklich. Okay. Leute, so trinkt man nicht. Man nimmt entweder ein Glas oder sonst was und macht so. Okay, gentle. Oh, du bist so widerlich, Mädchen. Leute, wie sie isst, gell? Das provoziert einen unnormal. Wirklich, sie isst, gell? Als wäre sie 30 Jahre auf einer Jagd gewesen. Kriegt jetzt erstmal Essen. Wie findest du mein Essverhalten bis jetzt? Oh, ich liebe Cola.
Oh, sorry, tut mir leid. Das waren die Mädchenprobleme. Du wirst niemals ein Date haben, ne? Niemals in deinem ganzen Leben. Leute, Alina ist die schlechteste Premium-Chaya auf der ganzen Welt. Ich möchte mein BH zurück, ich möchte mein T-Shirt zurück und meine Hose und alles andere, was du von mir besitzt. Leute, schreibt in die Kommentare, wie hübsch sie ist von 1 bis 10. Ich zeige euch nochmal die Bilder. Nein, nimm dir ein Beispiel. Werde wundervoll.